Wir wollten nach England. Mit dem Mofa. Wir, das sind Olaf, Alex und ich. Max. Mit 16 hatten wir etwas verpasst, was wir in diesem Sommer 10 Jahre später nachholen wollten. Die Mofas waren vollgepackt. Angetrieben vom Tomtes Lied mit dem Mofa nach England brachen wir auf und gaben den kleinen, leistungsschwachen Maschinen Vollgas. Es war ein Aufbruch ins Ungewisse. Einfach geradeaus! Der erste Tag. Wir waren in Mainz gestartet. Es lagen rund 700 Kilometer vor uns. Das Wichtigste heute, dass wir überhaupt losfahren. Und raus aus der Mainzer Peripherie. Glücklich und zuversichtlich war es an der Zeit, unsere Seelen baumeln zu lassen. Da waren wir nun. Wir drei mit unseren gebraucht erworbenen Mofas. Alex und seine Hercules Prima 5, 1,5 PS und Zweiganghandschaltung, ein unverwüstliches Arbeitstier. Meine Wegbegleiterin, Honda Camino, babyblau-weiß, wie Alex Hercules aus den späten 80ern. Mobilette, so hieß Olafs Mofa, ein knappes PS stark und über 30 Jahre alt. Unsere Diva. Schon früh zeigte sie sich störrisch. War das okay? Die Kette ist raus. Aber sonst bin ich die wieder rein. Das Ding müsste ein Stück nach hinten, damit es mehr gespannt ist eigentlich. Ja, aber das ist meine Schatten fahren. Ja, ja, ja. So, dann lass es mal weiter. Ich war der Mann mit der Kamera, jederzeit bereit, die Choreografie unserer Maschinen auf Band zu bannen. Soll kommen, was will. In der Dämmerung bauten wir unser Lager auf. Wir waren tatsächlich am Bingerloch gelandet und stolz. Losgefahren und sogar irgendwo angekommen. Unser Tagesdurchschnitt von knapp 6 km/h war zwar noch keine große Leistung, aber so hatten wir noch genug Spielraum nach oben offen. Zweiter Tag. Der Tag, an dem sich erste schwerwiegende Probleme abzeichnen. Du musst uns erklären, wo es lang geht. Das ist der Tagesforsch. Du bist Tagesforsch, was man durchaus an dieser Pappe erkennen kann. Hätte ich das gewusst. Ich glaube, unser nächster Halt ist Trechtingshausen. Wow. Gegenüber von dem wunderschönen Örtchen Lorch. Wie wir hier sehen, finden wir uns gegenüber vom Mäuseturm, haben im Binger Loch geschlafen und fahren jetzt entlang dieser wunderschönen Route durch Trechtingshausen durch, wo man gut speisen kann,
weiter an Burg Söhneck vorbei, Burg Höhneck in Niederheimbach, an der Burgruine Fürstenberg und dann sind wir schon auf Seite 4. Dürft ja nichts mehr im Wege stehen. Alright, fahren wir los oder wie? Mofas fahren mit einer Sprit-Öl-Mischung Verhältnis 1 zu 25 oder 1 zu 50. Im Laufe der Zeit lernten wir diese Mixtur locker aus dem Handgelenk zu schütteln. Fachmännisch geschmiert rauschten wir an Trächtingshausen vorbei. Nach einer kleinen Stärkung sollte es weitergehen. Doch dann, die Mobilette streikte. Kein Muckser kroch mehr aus dem porösen Motor. Hört sich ja nicht mal an, als ob da irgendwas passiert. Gell? Das ist auch das, was mich so verwundert. Also wenn der so blubbern würde und dann aber nicht kommt. Aber es passiert einfach nichts. Ich bin ja nicht nett, die Leute hier. Das ist cool. Ja, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ich weiß gar nicht, wie eine Zündkerze aussehen. Ich kann entweder die neue mal probieren oder mit der noch mal probieren. Bauen wir mal die neue rein. Olaf, jetzt rennt deine Luzi wie die Sau. Eine hilfsbereite Frau erbarmte sich und rief die freiwillige Feuerwehr. Feuerwehreinsatz kostet immer was Geld. Die wollen nach England und mit, oder? Nach England? Ja. Wenn die Linksfahrer, also wenn du Zündpunkt bringt, kann es nur sein, Rüstern ist auch auf. Kabel abgerissen. Der liegt da nicht immer Kontakt, wahrscheinlich, so wie das aussieht. Ah. Und wofür ist das beige Ding da? Welches ist das? Ja. Das würde Zündmauer sein. Wenn die Zündfunk produziert, weil das Kabel geht hier rein. Aha. Ja, so wie das hier aussieht, sind Kabel abgerissen. Da geht ja nur sporadisch Zündfunke, aber nur ab und zu halt. Mit Schock. Die Luzi rennt! Gib mal Vollgas und hör mal, wie er läuft! Das fliegt uns auch neu. Minimum Koblenz wollen wir noch. Ja, aber hallo! Moin, müssen wir in Köln sein. Zeig dir mal dein stolzes Stück. Was ist er hier? Hast du eine Marderfamilie in deinem Mofa wohnen gehabt oder wie? Da. Komm durch. Gucken, wie er läuft. Wir hatten Zündkerze und Keilriemen erneuert. Frisch saniert zockelten wir weiter rein abwärts. Vor uns breitete sich das Weltkulturerbe Mittelrhein aus. Wir näherten uns Koblenz, der Landzunge Mosel-Rhein mit dem Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm I. Wir sind am deutschen Eck in Koblenz. Eine kleine Pause. Wir inspizierten Olafs Motor. Aus der Schraube, also aus. Was ist das für ein Ding? Der Experte wird es erkennen, aber unser eins. Er wieder. Also irgendwie aus der Mutter. Vielleicht ist es ja Muttermilch. Schwarz oder was? Hey Olaf, deine Maschine. Das ist echt geil.
Dieses Teil ist eh so geil, das ist hier so wie so ein Jagdhorn. So. Ja, Mobiletta. Ja, Mann. Auf geht's. Hey ho. Let's go. Nach 12 Stunden Fahrt waren wir ermattet und die Maschinen auch. Schon vor ein paar Kilometern hatten wir einen ruhigen Lagerplatz gefunden, im Naturschutzgebiet. Wir fuhren weiter. Warum wir ausgerechnet neben der Bahntrasse zelten mussten, auf diesem steinigen Acker? Vielleicht waren wir doch zu alt für diese Tour. Also irgendwann müssen wir ja mal unser Camp aufschlagen. Aller wird's ja nicht. Abendessen, Mofa-Quartett, pennen gehen. Mal schauen, was der nächste Tag bringt. Dritter Tag. Der Tag voller Stop and Go. Neuer Tag, neues Glück. Unser Optimismus für die Strecke war wiederhergestellt, sobald die kleinen Motoren ratterten. Auch die Mobilette startete gut. Ein paar Minuten später standen wir aber wieder vor der streikenden Technik. Also auf jeden Fall da oben kann man bestimmt ein Kabel genau drum machen. Hier irgendwie. Da ist auf jeden Fall schon viel fester. Ein Ketten um den Kabel. Wir fahren einfach mal ein bisschen und schauen dann wieder. In Remagen legten wir bei der Franco eine kleine Rast ein. Der Chef hörte von unseren technischen Problemen und legte sofort selbst Hand an. Zu Mofas hat einfach jeder eine Meinung. Nach dem Austausch des Keilriemens fuhr die Mobilette wieder recht flüssig. Es fühlt sich so gut an, wieder on the road zu sein. Einen dabei essen. Komm Olaf, das geht besser. Schönes Ding. Das wäre jetzt irgendwie eine schöne Lösung. Andere England! Echt? Olaf, wie geil! Wie gut, dass wir den alten Keilriemen aufgehoben hatten. Der Motor schnurrte und jetzt stand England nichts mehr im Wege. Aber unser Glück hielt nicht mal einen Kilometer. Dieses Keilriemen. Tot. War einmal. Auf und davon, befreit. Vorbei. Von seinem Dienst für immer und ewig. Erlöst. Erlöst. Jetzt war die Mobilette wieder mit dem neuen Keilriemen bestückt. Ob wir heute noch eine Chance haben, Köln zu erreichen?
voll rein jetzt. Wir machen keinen Geschiss. Einfach hier. Yes. Unglaublich. Wir fahren nach Köln rein. Nach so vielen Pannen. Die Bahn braucht 50 Minuten. Ein Schiff 6 Stunden und wir 3 Tage. Kaum zu glauben. Aber wir waren stolz. Ja, ja. Ganz schön groß. Ganz schön dreckig. Wir müssen nach London. Nach London? Ja, wir kommen gerade von Mainz. Von Mainz kommt er? Ja. Nach London wollte er? Ja, genau. Der erste Tag ist etabliert oder wie? Dritte. Echt cool, ich muss total witzig. Also, wir haben noch ein bisschen Mainz, was... Von Mainz nach Köln in 3 Tagen. Ja, okay. Ich habe extra meinen Gasgriff schon auf die linke Seite gebaut. Also es kann nichts passieren. Ja, genau. Das fällt dann wieder da rein. Richtig zuwatzen, die Scheiße. Die dahinsterbende Technik bestimmte mal wieder unser Reisetempo. Na toll, so kommen wir nie nach England. Irgendwie schafften wir es an diesem Tag doch noch mit Ach und Krach zu einem See. Die Kamera ließ sich allerdings völlig entnervt in der Tasche. Vierter Tag. Der Tag, an dem selbst die Engel hilflos bleiben. So elend wie der Abend zuvor endete, sollte dieser Tag beginnen. Im Morgengrauen stand ein Parkwächter vor dem Zelt und vertrieb uns. Dann mussten wir feststellen, dass Olafs Mofa gar nicht mehr zu starten war. Der absolute Tiefpunkt. Mit dem Schraubenzieher stocherten wir ratlos am Motor herum. Irgendwann gaben wir auf und riefen desillusioniert die gelben Engel. Der Mann sprach Klartext. Kolbenfresser, damit kommt ihr nicht nach England. Uns blieb nichts anderes übrig. Wir schoben Olaf zum nächsten Campingplatz. Adieu, Sport- und Erholungsanlage Frühlinger See. Was für eine dürftige Tagesetappe. Und die Chance, zu dritt anzukommen, war weiter gesunken. Fünfter Tag. Der Tag, an dem wir uns den Kopf zerbrechen und eine weitreichende Entscheidung fällen. Sechster Tag. Zons, Odenbach, Düsseldorf. Unfassbar.
Wir hatten alles versucht. Ab Köln rein abwärts war kein Mofa zu bekommen. Nicht zu mieten, nicht zu kaufen. Auf dem Marktplatz nichts. Nichts im Wochenblatt für kostenlose private Kleinanzeigen. Nichts bei eBay-aktiven Freunden. So entschlossen wir uns schweren Herzens, Olaf im Namen der Mission zurückzulassen. Olaf schaltete sein Mofa auf Fahrradbetrieb um und radelte zurück nach Köln. Alex und ich schredderten verbissen mit Vollgas Richtung Insel. Mit der Rheinfähre setzten wir von Zons nach Urdenbach über. Rechtsrheinisch fuhren wir nach Düsseldorf, um dort über die Oberkasseler Brücke wieder auf die linke Rheinseite zurückzukehren. Die Rheinlandschaft war dem Ruhrpott gewichen. Es war schon Mittag und wir fuhren seit Stunden ohne Halt. Irgendwie fühlte es sich merkwürdig an. So weit waren wir noch nie am Stück gefahren. Plötzlich wurde unsere zunehmende Zuversicht gebremst. Alex' Vorderreifen verlor Luft. Wir hatten keinen Nerv mehr auf Schraubereien. Und dieses England konnte ja auch nicht mehr so weit weg sein. Wir verzichteten auf eine angemessene Reparatur und hangelten uns von Tanke zu Tanke. Ui, ein halbes Bar, Kollege. Das sind zwei zu wenig. Na, das reicht doch wieder eine Viertelstunde. Die Radwege hatten wir schon seit geraumer Zeit verlassen. Wir fuhren nun möglichst direkte Wege. Unsere Durchschnittsgeschwindigkeit überschritt locker die 10 km/h Grenze. Wir fuhren im Rausch der Geschwindigkeit. 7. Tag. Grenzerfahrung. Fehlercode. Der erste Morgen ohne Olaf. Zelt abbauen. Sachen packen. Losfahren. Leider nicht. Der Radmantel war so spröde, dass sogar die gemächliche Fahrt zur nächstgelegenen Tanke den Tod bedeutet hätte. Mit einer geliehenen Pumpe wurde unser Mofa wieder fahrtüchtig. Wir ließen Xanten hinter uns und durchquerten die letzten Städte Deutschlands. Marienbau, Kalka, Bettburg-Bau, Kleve und Düffelbad. Wir fuhren und fuhren und fuhren. Nichts konnte uns stoppen. Auch nicht die wolkenbruchartigen Herbstwassermassen, die über uns hinabstürzen. Glücklich und zerweicht juckelten wir über die deutsch-holländische Grenze. Wir fuhren noch bis spät in die Nacht. Die Kamera blieb aus. Fehlercode 21. Feuchtigkeit hat sich niedergeschlagen. 8. Tag. Tagesziel Rotterdam. Ein guter Morgen. Der Regen hatte sich verzogen und die Luft blieb wieder in Alex' Vorderreifen. Wir grübelten nicht über den unerfindlichen Grund und starteten unbeschwert in den Tag.
Nach einer Woche Brot, Fleischwurst, Käse und Nudeln war es endlich an der Zeit für eine Abwechslung. Holland im Regen. Die Fähre nach Dordrecht blieb an diesem Tag unser letztes Videodokument. Oh, verdammte Wetterlage, oder? Neunter Tag. Wir setzen über. Alex leitete fachkundig durch die Architektur Rotterdams, dann fuhren wir zum Hafen. Wir waren sowas von unfassbar unstoppbar. Unsere große Überfahrt stand bevor. Mit unter 30, mit unter glücklich, wo hast du? Eigentlich damals geschlafen. England mit dem Mofa und morgen auch noch London. Yay! Yeah! Zehnter Tag. Unsere Ankunft. Melancholie, gedämpfte Freude, Bangen und Hoffen. Der letzte Morgen begann mit gemischten Gefühlen. 150 Kilometer bis nach London? So viel sind wir noch nie zuvor an einem Tag gefahren. Wir sind jetzt in England und fahren deswegen auf der linken Seite und müssen unser Fahrzeug jetzt neu justieren. Verdammt, wie sind wir denn hier gelandet? Das sollte eine Bundesstraße sein, hatte sich aber zu einer Autobahn entwickelt. So schnell wie möglich versuchten wir, die angebliche Bundesstraße zu verlassen. Danach brauchten wir eine neue Orientierung. Über Stunden und Stunden bretterten wir mit atemraubender Höchstgeschwindigkeit gen London. Wie sagte Niki Lauda mal so treffend? Wir fahren jenseits von schnell. Brüllendem Motor und stinkendem, verbrannten Zweitaktgemisch rammelten wir unserem Ziel entgegen. Seit 11 Stunden saßen wir im Sattel. Mann, waren wir fertig. Ja, und wir sind hier. Hier. Hier, direkt. London. Direkt in London. London. Mit dem Mofa. Mit dem Mofa. Hier. Mit dem Mofa. Mit dem Mofa. Mit dem Röntgenwinkel. Auf dem Web. Und hier. Bei dem Ding. Und in London. Wir müssen keine Maut bezahlen. Ja, müssen wir nicht. Jetzt ergibt sich ein riesengroßes Vakuum in unserem Leben.